Wachstum und Wohlstand können einen echt unangenehmen Beigeschmack haben. Die Metropolen der Zukunft müssen die Berge von Müll anders bewältigen als bisher. Ansonsten werden sie das hier für ihre Haustür haben. Berlin hat vor langer Zeit eine Lösung dafür gefunden, am Potsdamer Platz. Hier ist viel passiert. Die Berliner Mauer teilte den Platz. Bis er dann Europas größte Baustelle wurde. Die Gelegenheit, um ganz tief zu graben. Hier hat die Mauer Ost und West geteilt. Heutzutage, dank der Entsorgungsfirma Alba, ist alles anders aufgeteilt. Oben das Leben, unten die Entsorgung. Ich bin hier, um den Herrn der Unterwelt kennenzulernen, Mario Schulz. Aber erstmal muss ich ihn finden. Hier unten liegt ein riesiges Labyrinth verborgen. Herr Schulz. Es sind 5 Kilometer Servicetunnel für die vielen Büros, Hotels und Filmtheater über uns. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Tief unten eine kleine Überraschung, Eisproduktion für die Besucher des Potsdamer Platzes. Eigentlich werden diese Lifts manchmal von Promis sogar benutzt, wie Lady Gaga, während Verleihungen zum Beispiel. Aber ich suche den Herrn Schulz. Ah, the Ice Cream Man. Hi. Das ist der Mann, der geholfen hat, diesen Ort zu planen. Ein Visionär. Ausgedacht hatte sich das Konzept in den 90ern. Ich bin der Herr Schulz von der Firma Alba. Er wollte das Leben in der Stadt wieder lebenswerter machen. Immerhin produzieren die Menschen 7 Stockwerke über uns täglich 8 Tonnen Müll. Die Trennung von Plastik und Biomüll ist für viele immer noch eine große Herausforderung, wenn sie ihren Müll wegschmeißen. Aber das Sortieren des Mülls per Hand ist wichtig. Nichts wird so verschwendet. Diese Reste werden püriert. Das gewonnene Fett wird in der Kosmetikherstellung weiterverwendet. Das Wasser wird abgepumpt, um es weiter zu behandeln. Was übrig bleibt, sind winzige kleine Flocken, die in eine Biogasanlage geschickt werden, um damit Energie zu erzeugen. Von diesen 15.000 Behältern müssen nur noch 5.000 transportiert werden. Also 2 Drittel an Volumen, an Transportkosten werden optimiert. Und Mario Schulz weiß genau, wo sein Abfall hingeht. So, da werden die Behälter eingescannt. Das System erkennt, zu welchen Kunden die Behälter gehören. Und wird dann verursachergerecht auch angerechnet und registriert. Und dann gibt es da noch diese silbernen Tonnen. Darin sensible Daten für den Schredder, Betriebsgeheimnisse aus den Büros. Was allerdings kein Geheimnis ist, ist, dass die Weltbevölkerung explodiert. Bis 2050 könnten es 10 Milliarden Menschen sein. Aber die Prognosen zeigen, dass die Berge an Müll sogar noch schneller wachsen werden. Seine Lösung? Eine moderne, unterirdische Abfallwirtschaft und automatisierte Prozesse. Weil hier die Anlieferung, die Reinigung ist dann noch ein bisschen schwierig. Wollen wir hier noch wahrscheinlich Reinigungsroboter durch die 5 Kilometer Versorgungsgänge schicken. Es besteht Interesse aus dem Ausland? Ja, viel Interesse aus dem Ausland, gerade aus den Ballungsstädten. Die schauen sich das natürlich an und wollen sich das irgendwann mal als Vorbild nehmen. Die Umwelt wird hier geschont, unterirdisch, ja, Verkehrslärmbelästigung, das Straßenland oben, die Bewohner, die Mieter, alles wird hier geschont. Werden die Städte der Zukunft also so gebaut? Ja, es wird digitalisiert, unterirdisch werden alle Dienstleistungen vollführt und oberirdisch ist das bunte Leben. Das ist nicht das bunte Leben, das er meint, aber genau so sehen sehr viele Städte aus. Mit der Konsequenz, dass der Rest des Planeten in seinem eigenen Müll erstickt.